Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf EusMatriPair. Heute möchte ich euch zeigen, was ganz Besonderes, und zwar den Xiaomi Wow Stick. Hier ist der Xiaomi Wow Stick jetzt nochmal neu. Ich habe den bereits einmal gekauft als Einzelstück mit ein paar Bits zusammen. Hier seht ihr das schöne Teil schon mal. Ja, der ist super geeignet zum Schrauben, vor allem wenn man viele Schrauben entfernen muss und dann schon einen Krampf in der Hand bekommt. Ja, hier drin befindet sich der Xiaomi Wow Stick jetzt aber noch mit vielen weiteren Zusätzen, die ich bei diesem Schraubenzieher nicht dazu bestellt hatte. Das Ganze kostet ungefähr 30-40 € aus China. Und ja, dann wollen wir mal anfangen, das Ganze anzuboxen. Wie ihr seht, hier die übliche Verpackung aus China. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal hier seitlich aufschneiden. Ja, und hier sehen wir auch schon das Ganze in der OVP-Verpackung. Die ist auf jeden Fall cool designt, erinnert so ein bisschen an Apple, an dieses schlichte Design mit dem Weiß. Ja, wie ihr seht, hier haben wir die Verpackung direkt mit den Zusätzen als mit drinne. Das kann man so kaufen. Damals hatte ich den Xiaomi Wow Stick in dieser Verpackung bekommen. Da war wie gesagt nur der Schraubenzieher drin und einige Bits. Und hier habe ich das Ganze jetzt nochmal als ein großes Paket gekauft mit dieser Ablage hier. Und da sollte eine Menge coole Sachen mit drin sein, die man auf jeden Fall zum Reparieren gut gebrauchen kann. So, wie ihr seht, habe ich das hier leider schon ein bisschen angeschnitten, das Ganze. Und werde das jetzt hier mal weiter auspacken. Da ist hier diese OVP-Folie drum. Und dann kann man das Ganze hier einmal rausziehen und sieht auch schon das Innenleben. Im oberen Bereich haben wir ein Screwpad, nennt sich das. Das ist ein magnetisches Pad, wo ihr die herausgedrehten Schrauben einfach drauf ablegen könnt. Und da das leicht magnetisch ist, können die Schrauben nicht so einfach verschwinden, wenn ihr mal gegenkommt. Das ist sehr praktisch, vor allem wenn man mit vielen Schrauben arbeitet bzw. ein komplettes Gerät zerlegt. Kann ich nur empfehlen, so ein cooles Pad hier zu kaufen. Ich werde das jetzt hier mal von innen zeigen. So sieht das Ganze aus. Und damit das Ganze auch mal zu testen funktionsfähig ist, nehme ich mir jetzt hier mal ein paar schöne Schrauben. Und wie ihr seht, haften die super cool hier dran. Und dadurch könnt ihr perfekt anordnen, wo welche Schraube rauskam. Und ja, habt nie wieder das Problem, dass ihr eure Schrauben verliert. Das legen wir jetzt erstmal zur Seite. Die Verpackung lege ich separat zur Seite, denn die brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. So, dann nehmen wir uns mal das nächste vor, und zwar den Schraubenzieher an sich direkt. Das ist der Schraubenzieher. Da befindet sich das ganze eigentliche Modul drinne, und den werden wir jetzt hier direkt mal rausholen. Und wie ihr seht, ist dieser in einem anderen Design. Beim ersten Mal hatte ich ihn in Silber gekauft. Beim zweiten Mal wollte ich ihn jetzt in einer anderen Farbe haben, und zwar im Schwarz. Ich muss sagen, dieses Space-Grauige gefällt mir dann doch sehr gut und besser als das Weiße. Falls ihr Interesse habt, natürlich diesen Stick zu kaufen, könnt ihr ihn unten über die Linkbeschreibung kaufen. Ich werde ihn einmal in Deutschland verlinken und aus China. Meiner kam wie gesagt aus China, und in China ist der natürlich deutlich günstiger zu haben als in Deutschland. Ja, ich werde wie gesagt beides verlinken. Kauft ihn euch auf jeden Fall, wenn ihr öfter Sachen reparieren müsst. Ja, das Coole ist jetzt in diesem Fall bei dem Package, wo alle Zusätze mit drinne sind, ist auch schon eine Batterie inkludiert, und der Schraubenzieher funktioniert schon.
Des Weiteren haben wir hier nochmal einen Vorteil, der Schraubenzieher besitzt eine Lampe drin. Das ist bei dem Standardschraubenzieher nicht mit bei. Ja, das liegt einfach daran, dass der hier natürlich etwas hochwertiger verarbeitet ist als der normale, beziehungsweise von der Verarbeitung von außen ist jetzt kein Unterschied zu merken. Aber das Coole ist natürlich, dass wir hier diese LED mit drin haben. Somit kann man auch dunkle Stellen einfacher erkennen, wo man eine Schraube entfernen muss. So, im nächsten Schritt werde ich mir jetzt mal hier die Bits herausnehmen. Da haben wir jetzt hier drei verschiedene Bitkästen. Das ist wirklich cool. Bei dem normalen Xiaomi-Dreher ist nur eins dabei. Kann ich euch auch gleich sagen, welches. Und zwar befindet sich hier drin, steht jetzt hier gar nicht drauf, Bits Group with 1, 2 and 3. Ah, das sind wie gesagt nur einzelne Bits. Damit kann man auf jeden Fall schon mal ein Handy zerlegen. Wenn man aber Spezialschraubenzieher braucht, sind die hier nicht mit bei unbedingt. Zum Beispiel fehlt hier drin der besondere Tripod-Schraubendreher, den man beim iPhone 7 braucht. Natürlich könnt ihr dann auch einfach einen normalen Schraubenzieher nehmen. Ihr müsst nicht alle Schraubenzieher hier mit diesem Xiaomi Wow-Stick herausdrehen. Aber ist natürlich eine coolere Sache, wenn man alles davon hat. So, ja, wie sieht so ein Ding jetzt von innen aus? Zeige ich euch sofort. Das ist so eine runde Plastiktube, wo die Schraubenzieher so drinne sitzen. Hier sehen wir nochmal, was hier alles drinne ist. Hier sind jetzt hauptsächlich Plus und Minus. Und, wie heißt es? H09, das sind die Imbusschlüssel, genau, die Imbusköpfe sind hier drin. Dann in der Bits Group with 2, also der zweite Teil, befinden sich jetzt hier die Torx-Schraubenzieher. Des Weiteren auch sehr cool hier die Tripod-Schraubendreher, die wir fürs iPhone 7 brauchen. Und dann nochmal hier andere Sternschlüssel mit einem Punkt in der Mitte. Das sind so eine Sicherheitsschraubenzieher. Und dann im dritten Package, letzten Schraubenzieher-Package, haben wir dann nochmal verschiedene Köpfe, die man meistens eher nicht braucht. Hier nochmal so ein Plus-Schraubenzieher, Minus und irgendwelche Spezialschlüssel, die man eigentlich nicht braucht. Also dieses Package hier ist jetzt nicht wirklich wichtig. Wenn ihr die separat kaufen wollt, könnt man das auch machen. Ihr braucht eigentlich wirklich nur das 1 und 2 Package. So, I'm a Base. Das ist hier das Stativ- bzw. Abstellteil für den Schraubenzieher. Das ist einfach ein schönes Metallteil, was ziemlich schwer ist, wo man hier einfach den Schraubenzieher so kopfüber reinstellt und ihn einfach wieder dann rausnehmen kann. Braucht man nicht unbedingt. Mir ist jetzt hier gerade noch ein Unterschied aufgefallen zwischen diesem Xiaomi Wow Stick und der anderen Generation. Zum einen dreht dieser hier etwas schneller. Des Weiteren besitzt dieser einen Akku, den man mit einfach USB 2.0 hier laden kann. Bei der älteren Version muss man, wie gesagt, Batterien reinmachen. Mir war jetzt hier gar nicht bewusst, dass ich hier das aktuellere Modell kaufe. Aber das ist natürlich cool. Also wenn ihr das aktuellere Modell wollt, kauft einfach das etwas teurere Package. Dann habt ihr hier diesen Akkuschraubendreher, der meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr Leistung hat. Ja, der dreht sich doch etwas schneller. Das können wir jetzt erstmal wieder zur Seite packen und kümmern uns um den Rest, der jetzt hier noch drin ist. Ich nehme jetzt mal hier noch die kleine Verpackung. So, als nächstes haben wir hier die nächste Toolbox mit den Accessoires. Einmal den Demagnetizer und Magnetizer. Hiermit könnt ihr euren Schraubenzieher magnetisieren und somit die Schrauben anziehen. Oder aber auch, wenn ihr das nicht wollt, hier oben wieder demagnetisieren und hier unten magnetisieren. Ist ein sehr praktisches Tool, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Dann haben wir hier als nächstes das Ladekabel, um den Schraubenzieher zu laden. Des Weiteren eine kleine Box bzw. ein kleines Gläschen mit Schrauben, die man nicht braucht. Aber hier kann man halt Schrauben drin sammeln, wenn man sie denn sammeln möchte. Auf jeden Fall ganz süß, dieses Ganze.
Gläschen hier. Zum Schluss haben wir in der Box noch einen kleinen Plektron und einen Saugnapf. Nun kommen wir zum letzten Teil, welcher noch drin war, und zwar die Case für den Schraubenzieher. In diesem Fall ist diese weiß. Sieht jetzt nicht ganz so hübsch aus, ist aber eigentlich ganz cool. Hier kann man nämlich den Schraubenzieher an sich und eine von den Schraubenzieher-Bits hineinpacken. Dann das Case wieder drauf machen, das ist ein Magnetverschluss, und dann kann man das mit zum nächsten Kunden nehmen. Nun haben wir jetzt hier noch in der Box die Anleitung, die braucht man jetzt eigentlich nicht. Man kann das auch eigentlich ganz selbstverständlich benutzen, den Schraubenzieher, und muss sich hier keine Anleitung durchlesen. Ja, und somit sind wir fertig mit dem Unboxing. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, kommentiert, falls ihr Fragen habt. Wie gesagt, ihr könnt den Schraubenzieher unten kaufen zu einem günstigen Preis. Ihr unterstützt mich dadurch, müsst nicht mehr zahlen. Das sind die ganz normalen Preise. Ich werde einen Maschiner verlinken und natürlich auch die Lieferung aus Deutschland, sodass ihr etwas günstiger kommt aus China. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal.